Okay, Julian, wir fangen an mit dem Fragenhagel. Da stelle ich dir einfach ziemlich schnell ein paar Fragen. Alles klar. Du studierst Humangeografie im Master. Muss man einen Bachelor in Geografie gemacht haben dafür? Nee, nicht unbedingt. Wir haben zwar viele, die Geografie studiert haben, aber wir haben zum Beispiel auch Leute aus der Publizistik oder Wirtschaftswissenschaften. Wo liegt denn der Fokus bei Humangeografie? Also Humangeografie ist ein ganz großer Fachbereich, aber in Mainz liegt der Fokus auf Globalisierung, Medien und Kultur. Wie ist das Studium aufgebaut? Also zuerst gibt es mehrere Module mit Seminaren zu verschiedenen humangeografischen Themen. Aber es gibt eben auch Anwendungsbereiche, zum Beispiel haben wir Kurzfilme gedreht oder einen Blog geschrieben. Ist es ein kleines Studienfach? Im Master sind wir nicht viele Leute, bei uns im Jahrgang sind es sogar nur 8. Ach krass, okay, das heißt, man kennt sich auf jeden Fall. Genau, ja, auf jeden Fall. Wie sind denn die typischen Humangeografie-Dozierenden in 3 Worten? Sehr unterschiedlich auf jeden Fall, aber wenn ich es auf den Punkt bringen müsste, dann würde ich sagen kritisch, aber auch hilfsbereit und engagiert. Und die Studierenden? Also für den Studiengang auf jeden Fall sehr international, aber auch offen und schon auch motiviert, würde ich sagen. Was sollte man mitbringen, wenn man sich überlegt, das Fach zu studieren? Also in Mainz auf jeden Fall ein gesundes Interesse an Medien und Kultur und die Bereitschaft, viel zu lesen, sollte man auf jeden Fall haben. Das klingt schon mal sehr spannend. Vielen Dank für den Fragenhagel. Kein Ding. Es ist super kalt, deswegen, wir wollten uns eigentlich hier hinsetzen, aber ich würde sagen, wir treffen uns gleich auf Zoom wieder. Klingt gut, ja. Bis dann. Bis gleich. Sehr schön, dass es klappt. Hast du dich ein bisschen aufgewärmt? Ja, hab mir eine Wärmflasche gemacht und noch mehr Tee. Sehr gut. Prost. Prost. Jetzt haben wir ja schon so ein paar Infos bekommen zu diesem Studienfach, aber ich würde trotzdem noch gerne hören, was genau macht ihr so in eurem Studium überhaupt? Es geht um Orte und Räume und die Umgebung und den Menschen und die Beziehung zwischen dem Menschen und seiner Umgebung. Und Charakteristik von Mainz ist, dass das auf Medien und Kultur spezialisiert ist. Also es geht jetzt nicht irgendwie im klassischen Sinne um Infrastruktur oder sowas, sondern eher um Raum als im Bezug auf Kultur und Medien. Also zum Beispiel, wie Heimat durch Social Media geprägt wird oder wie wir Räume durch Social Media wahrnehmen und sowas. Klingt fast für mich auch so ein bisschen nach Soziologie, also viel irgendwie der Mensch in Beziehung zu seiner Umwelt. Ja, also es ist kein Zufall, weil Geografie ist super interdisziplinär. Humangeografie bedient sich da oft auch an Methoden oder Theorien aus anderen Geisteswissenschaften oder Sozialwissenschaften, aber eben immer mit so einem geografischen Blick. Und es ist ein wahnsinnig vielfältiges Fach auf jeden Fall. Inwiefern würdest du sagen, dass es auch eine Bereicherung irgendwie für das Fach ist, dass ihr da so international seid? Das ist auf jeden Fall super hilfreich, weil man beschäftigt sich ja nicht unbedingt nur mit Deutschland, sondern im Master geht es ja auch um Globalisierung. Und wenn du natürlich Leute hast, die von überall herkommen, dann hat man gleich so direkte Perspektiven, die einem eben auch im Seminar weiterhelfen. Aber gerade wenn das so international ist und die Studierenden so aus aller Welt kommen, auf welcher Sprache findet denn das ganze Studium dann statt? Also der Studiengang ist komplett auf Englisch. Das heißt, Voraussetzung ist auch, dass man einigermaßen gut Englisch schreiben und sprechen kann. Was kann man denn machen, wenn man diesen Master abgeschlossen hat? Es gibt kein spezielles Berufsbild jetzt bei dem Master. Für Humangeografie generell ist oft so Planung oder Unternehmensberatung oder sowas. Und für den Master hier Kultur- oder Medienbranche. Also mein persönlicher Plan wäre, in eine Filmproduktion einzusteigen. Ah, krass. Aber dass es dann auch geht, tatsächlich dann in so einen sehr medial geprägten Beruf einzusteigen, da hast du bestimmt dann auch nochmal ganz andere Fertigkeiten irgendwie als jemand, der nur irgendwas mit Medien studiert hat. So, zum Schluss. Hast du einen guten Humangeografie-Film? Für alle, die irgendwie Interesse an Humangeografie haben, habe ich auf jeden Fall noch einen Serientipp. Und zwar gucke ich im Moment The Wire. Da kann man auf jeden Fall einen Einblick gewinnen, wie sehr Orte und Räume irgendwie prägen, wie sich das Leben von einem Menschen entwickeln kann. Und es geht um Baltimore. Ist wirklich spannend und kann ich euch allen ans Herz legen. Vielleicht hat ja der eine oder andere dadurch Bock, Humangeografie zu studieren. Vielen Dank, dass du davon erzählt hast. Ich fand es super interessant. Und schreibt ihr uns gerne mal in die Kommentare, welches Studienfach ihr gerne als nächstes im Quickcheck sehen würdet. Und bis dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Danke, ich dir auch. Ciao. Ciao.